Und da bin ich auch wieder, Metzger hier mit Dark Souls. Wir befinden uns hier am Rastplatz und freuen uns des Lebens, oder auch nicht. Ja, es geht weiter mit wundervoll spannendem Hochleveln. Und ich habe ehrlich gesagt immer noch keinen Plan, was ich denn jetzt hochleveln muss. Deswegen werde ich einfach mal mich hauptsächlich auf Kondition und Vitalität be... Ja, ich glaube, ich hau Vitalität und Kondition mal auf 15 jeweils, damit ich die Ausdauer auf 100 habe. Und ja, dann könnte ich eigentlich noch ein bisschen auf, keine Ahnung, wo drauf setzen. Zauberei. Anscheinend ist Zauberei hier auch das Wichtigste. Aber das hat ansonsten so keine direkten Auswirkungen auf unsere... Sehr seltsam. Giftresistent. Ach nee, das brauchen wir nicht. Das ist Käse. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gerne, was ich auf die Kraft meiner Feuerzauber auswirkt. Das weiß ich nämlich nicht. Ich hoffe, die werden einfach mal so verstärkt. Kann ich jetzt aber auch überhaupt nicht genauso benennen, weil ich habe überhaupt keinen Plan. So, geh du mal weg hier. Du gehst mir nämlich voll auf die Nerven. Oh, oh. Oh, 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 das ist nicht gut. Jetzt hat er sich nämlich wieder geheilt, der blöde Sack. Was jetzt aber auch nicht viel. Schützenposition, ja, das stimmt. Ich weiß zwar nicht, was man da schützen will, aber... Okay, ich habe beim letzten Durchgang gemerkt, beziehungsweise bei den Videos, dass es relativ stark am Laggen ist. Das könnte an den Einstellungen meiner Grafik liegen, beziehungsweise... Ich habe mir ja die Patches runtergezogen und da kann man viel rumschrauben an den Grafikeinstellungen. Möglicherweise liegt das daran, das werde ich mir dann nochmal angucken. Aber jetzt müssen wir mal ein bisschen mit diesem Geläge leben. Dann haben wir so ein bisschen das Konsolenfeeling. Ja, nicht, dass das auf dem PC unheimlich viel anders wäre. Aber egal. Ich habe Kaffee nebenbei, falls sich also wieder einer wundern sollte. Höhlenkrieger-Lendentuch, das ist doch toll. Aua. Das können wir aber, ich glaube, vergessen, weil das nicht besser ist als unsere wunderschöne, dreckige, schmutzige Ausrüstung hier. Was ich jetzt als nächstes probieren werde, das werdet ihr gleich sehen. Ein bisschen... Dich möchte ich jetzt ein bisschen hier so, richtig. Euch auch im Idealfall, aber das hat nicht so ganz geklappt. Oh. Was ich als nächstes tun werde, wollte den schwarzen Ritter mir vornehmen. Mal sehen, ob das klappt. Ich weiß es nicht genau. Ich hoffe, dass Cool Pac-Man an dieser Stelle Grüße nicht wieder Material für seinen Death Counter haben wird. Aber wir werden sehen. Bisher bin ich, glaube ich, bei 3 Toten. Oder 4? Ich glaube 3. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mal sehen, wie lange das so bleibt. Ich hoffe noch ein bisschen. Eieiei. Stirb. Oh, oh, oh. Wenn das so weitergeht, dann vielleicht nicht. Lass mal. Hier. Geh mal. Geh mal tot und so. Ne? Und du mach mal hier deine Deckung weg. Danke. So, trotzdem. Oh Gott! Eieieiei, den habe ich nicht gesehen. Arsch! Das hast du verdient. So, eine kleine Scherbe ist immer gut. Das ist wieder Material zum Aufpowern, wenn wir denn den nächsten einen Schmied finden.
Also nicht, also einen haben wir ja schon bei Neu-Londo da hinten bei den Ruinen. Aber der kümmert sich meist mehr so um die Zauberei-Sachen. Von daher. So, ich probiere jetzt mal Folgendes. Bin nicht sicher, ob das so sinnvoll ist. Aber hallo. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Der folgt mir jetzt im Idealfall. Folgt er? Folgt er mir? Ja, er folgt mir. Ich werde ihn auf eine hier locken. Ich werde da erstmal hochgehen. So hier die Leiter hoch. Da kann er nämlich selber nicht hoch. Und dann werde ich ihn ein bisschen. Nein, euch werde ich nicht bewerfen. Ihr könnt mich mal. Nein, ihn werde ich hier bewerfen. Und zwar mit Feuer. Oh, das war ein Fail. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Wo ist denn er jetzt hingelaufen? Ist er doof? Ach, da bist du. Nein, ich kann ihn nicht anvisieren hier. Das gefällt mir nicht. Hatte ich sogar. Hier, guck mal. Ah! Stirb! Oh nein! Ja! Du auch. Und hier. Oh nein! Aha. So, dann machen wir die auch nochmal eben kaputt. Dann können die zumindest kein. Oh nein! Oh nein! Oh! Oh, ich hatte. Oh, das muss ich noch lernen. Das Problem hatte ich ja als Nahkämpfer nicht, dass ich jetzt irgendwelche wunderwichtigen Waffen wechseln hätte können. So, wo ist jetzt Kollege Turnschuh hier? Jetzt könnte ich hier. Ich glaube, wenn er jetzt hier stehen bleiben würde, was er leider nicht tut, dann hätte ich einen. So einen Fallangriff auf den machen können. Jetzt bleibt er da stehen. Hm. Das gefällt mir nicht. Komm mal her hier. Ich möchte den. Ich könnte den natürlich auch. Ach komm hier. Machen wir einen Nahkampf. Ne? Wir haben es ja. Na hier, komm. Komm mal her. Ja. Können wir auch eventuell gleich sehen, was der für einen Schaden macht. Wenn er denn Schaden macht, was er gerade nicht tut. Aber wir machen ihn zum Beispiel nicht so unheimlich viel Schaden. Wenn wir ihn direkt konfrontieren. Oh, oh, oh! Oh. Ja. Er ist ein relativ Fixer. Kann man nicht anders sagen. Ich habe ihn noch nicht mal zur Hälfte runter. Deswegen müssen wir ihn relativ häufig in den Rücken hauen. Ich werde eventuell gleich nochmal. Oh, oh, das war eigentlich nicht so der Plan gewesen. Ah ja. Ich habe. Das weiß ich. Mit dem Feuerball immer so eine gewisse. Au. Au. Hä. So, ich versuche den jetzt mal nochmal zu treffen. Weil es macht ja doch schon relativ viel Schaden, ne? Kann das sein, dass Pyromanten so ein bisschen OP sind? Ein bisschen overpowered? Ich weiß es nicht. So, hier. Ne, ich. Moment. Das war nix. Aua! Lass mal hier. Ich lasse ihn angreifen und dann greife ich zurück an. Dann ist er nämlich in seiner Angreif. Los, komm! Was? 14? Ne, du. Dann mache ich dich hier wieder von hinten und so. Das ist ja Quatsch. Ja, ja, hier. Weiß Bescheid. Das hast du davon. Das hast du davon. Da kann ich. Den könnte man mit Sicherheit auch schneller hinkriegen. Vor allem Leute, die dann quasi ohne Schild kämpfen oder so. Aber. Oh komm, den letzten kriegst du noch mit Feuer rein. Damit wir mal ein bisschen hier. Nicht nur so tun, als wären wir Pyromant. Hussa! Tschüss! Da bist du. Grauer Brocken. Yeah! Das ist auch so ein Ding, das wir benutzen können zum Aufpowern von Waffen. Und ja, dann werden wir uns nochmal um das Item kümmern, was er da bewacht hat. Ich bin mir gar nicht. Ich glaube, das ist ein Ring, der da liegt. Ich weiß aber nicht mal, was für einer. Das ist immer sehr schön, wenn man so Items findet. Blauer Tränensteinring, genau. Das war doch irgendwas. Mal gucken. Der seltene Tränenstein kann den drohenden Tod spüren. Dieser blaue Tränenstein aus Katharina verstärkt bei Gefahr die Verteidigung seines Trägers.
Ja. Und das ist doch mal ein Ring, den wir liebend gerne uns auf den Finger stecken möchten. Denn der Ring der Opferung ist ja kaputt, wenn wir sterben. Von daher. Haben wir den jetzt? Oh ja. Nein! Doch, jetzt haben wir den auf. Hör ich mal an. Aber normalerweise wird dann immer so angezeigt unten. Unter dem Energiebalken, dass irgendwas, dass wir irgendeine Statusveränderung haben, aber das ist anscheinend noch nicht so. Erst wenn wir wenig Energie haben. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, wo ich hin muss. Doch, ich glaube, ich habe eine Idee. Aber da kann ich ja. Muss ich hier? Nein, da? Keine Ahnung. Ja, genau, dann gehe ich doch mal wieder zurück, bevor ich hier den ganzen Weg wieder renne. Ja. Das kann man dann auch gleich mit einem Besuch beim Feuer verbinden. Oh, was steht hier? Geschafft. Ja, was hast du denn geschafft, du Humpen? Ich weiß es nicht. Oh, ein Blutfleck. Oh. Da bin ich ein bisschen Spielkind. Oh, der ist da hingegangen und hat gesehen, scheiße, da kommen ja welche. Und jetzt sterbe ich einfach mal. Oh, so ein Ärger. Da bin ich ein bisschen Spielkind. Da muss ich immer mir angucken, wie die anderen Leute gestorben sind. Ich weiß auch nicht, warum. So, aufsteigen machen wir jetzt erstmal nicht, denke ich. Da ist sowieso nicht viel mit. Aber was ich... Nee, das werde ich auch nicht tun. Hätte ich jetzt mehr als eine Menschlichkeit, hätte ich jetzt gesagt, kehren wir die Aushöhlung um. Ein bisschen mehr Spaß, aber nee, ich gehe jetzt einfach mal so erstmal weiter. Und zwar hier oben lang. Dann wird es noch ein bisschen spaßiger. Glaube ich. So. Hier haben wir ja das letzte Mal den Shortcut da hinten freigeschaltet. Da oben war der Drache auf der Brücke. Jetzt gehen wir einfach unter der Brücke weiter. Da kann der uns nämlich nichts. Und wenn man das Bedürfnis dazu hat, hier sieht man den Schwanz vom Drachen, dann kann man sich hier eine Waffe freischalten, die relativ stark ist. Oh, Kacke. Ich hab's schon wieder getan. Oh, ich bin so doof. Jetzt habe ich schon wieder einen Zauber verbraten. Ohne Sinn und Zweck. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Na, lass mal. Ich mache ja nicht so ganz viel Schaden, ne? Bisschen traurig. Ach so, das sind die Viecher. Da oben rennen noch welche rum. Die höre ich gerade. Die machen mich ein bisschen kirre. So, wollen wir mal eben gucken. Nein, 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 nein. Komm schon her. Ja, ich wollte... Das wollte ich. Haha. Penner. So, jetzt will ich aber nochmal eben hier hinten hin. Das gibt nämlich immer ein bisschen Seelen, wenn man hier hochläuft und den Drachen triggert. Der verburnt nämlich mal alle Typen, die da oben rumstehen. Und wir kriegen dann die Seelen, die droppen, wenn die sterben. Ja, und jetzt steht er da wieder und freut sich des Lebens. Ich trinke Kaffee und sehe gut aus. Ja gut, das mit dem gut aussehen weiß ich jetzt auch nicht. Aber ja, wir sind ja eigentlich dazu im Begriff, die erste Glocke zu läuten, die sich in der Kirche der Untoten befindet. Da kommen Ratten. Manchmal machen diese Ratten Mist und fallen alleine die Schlucht runter. Manchmal glitschen sie sich auch einfach fest. Oder versuchen sich gegenseitig in den Abgrund zu drängen, so wie das aussieht. Ich weiß auch nicht so genau, was die vorhaben. Dann komm hier. Ah, ich habe keine... Was? Ich habe keine Wurfmesser mehr. Na gut, dann werden wir einfach nochmal hingehen. Und zusehen, dass die hierher kommen. Nicht wahr, ihr doofen Ratten? Ja. Genau. So. Tschüss, Ratten. Es ist mir häufig passiert, dass ich da einfach mal runtergefallen bin. Das ist sehr ärgerlich. Super ärgerlich. Diese Ratten sind übrigens verdammt gefährlich. Vor allem am Anfang, weil die einen vergiften können. Das ist übrigens die Vergiftungsanzeige.
Es gibt zwei Arten der Vergiftung. Das ist die Harmlosere-Variante. Dann gibt es noch toxisch, glaube ich. Poison und Toxic nennt sich das im Englischen. Toxic ist es verdammt, da ist man verdammt schnell tot, wenn man da. Aber bezirkt ja Untoten, wenn man da nicht aufpasst.